Bevor ihr fragt, ja, ich sitze hier und filme dieses Video im Bikini. Nein, es ist nicht Clickbait, denn alles andere ist absurd. Ich kann in diesem Raum nicht sitzen ohne wenig an. Es sind 48 Grad hier drin. Sonne steht hier drauf. Ich... Just live with it, okay? Schultipps im Bikini. Clickbait. Und übrigens kommt dieses Video heute und nicht gestern, weil ich gestern einen Hitzeschlag hatte. Leute, ohne Scheiß, bleibt im Schatten, trinkt Wasser. Los geht's. Hello. Ich dachte mir, wir machen heute mal so ein bisschen was Entspannteres. Es ist einfach zu warm für alles andere. Und mir ist so ein bisschen eingefallen, dass ich so der Typ Schüler war, der am Anfang der Sommerferien seinen Rucksack oder seine Tasche einfach ins Zimmer gestellt hat und am Ende der Sommerferien dachte, verdammt. Ich war viele, viele, viele Schuljahre überhaupt nicht organisiert und deswegen war der letzte Ferientag für mich immer die absolute Katastrophe, weil ich alles auf einmal machen wollte und irgendwie das Schuljahr vorbereiten wollte und mich nie so richtig bereit fürs neue Schuljahr gefühlt habe. Irgendwann habe ich was verändert und so ein paar Sachen gemacht, die mir geholfen haben, einfach so ein bisschen frischer ins neue Schuljahr zu starten und motivierter und so weiter. Und ich dachte, ich teile heute mal so ein bisschen meine Tipps, was ich so gemacht habe und so. Keine Sorge, wir erfinden das Rad nicht neu. Es ist nur so ein kleiner Reminder, so eine kleine Checkliste, die ihr mal abarbeiten könnt. Wenn ihr das Gefühl habt, ja, ich habe so ein bisschen Pause gehabt, ich habe Lust, mal den Kram so ein bisschen vorzubereiten. Ich glaube, eine Sache, die wir alle niemals machen wollen, ist, das alte Schuljahr nochmal aufzuarbeiten. Ich weiß nicht, ob ich damit alleine bin, aber wenn ich mein Zeugnis in der Hand hatte, dann wollte ich vom alten Schuljahr nichts mehr wissen. Aber es ist nicht schlecht, bevor das neue Schuljahr losgeht, das alte so ein bisschen wegzusortieren. Das heißt, ihr müsst da jetzt gar nicht groß eine Aktion starten und nochmal Revue passieren lassen, was ihr alles gelernt habt, sondern einfach die Sachen, die ihr geschrieben habt, eure Aufzeichnungen, die ganzen Arbeitsblätter und so weiter, einmal zu sortieren. Ich habe mir mal einfach so einen großen, dicken Ordner genommen für jedes Schuljahr einen und da kam alles rein, was ich brauche, was ich eventuell noch brauche. Ich weiß, 10., 11. Klasse konnte ich so ein paar Sachen abwählen, die habe ich dann sehr weit weg verbrannt, sortiert und alles andere ist in den Ordner reingekommen und ich habe mir für jedes Fach ein Deckblatt gemacht und zwar nicht nur mit den allgemeinen Informationen, welcher Dozent und so weiter, sondern ich habe mir auch genau aufgeschrieben, welche Themengebiete wurden abgearbeitet. Nicht, weil ich ein fürchterlicher Streber war, sondern einfach, weil ich keine Lust hatte, wenn es dann auf die Abi-Vorbereitungen zugeht oder einfach auf die Schulabschlussvorbereitungen, dass ich dann in den Ordnern durchsuchen muss, wo war jetzt eigentlich nochmal was und wo hatten wir was zur Atmung gelernt und wie war das nochmal mit dem Satz des Pythagoras, sondern dass ich einfach den Ordner aufgemacht habe, im jeweiligen Fach kurz geguckt habe und gesehen habe, okay, in dem Schuljahr hatten wir das oder in dem Schuljahr hatten wir das nicht. Das ist ein kleines bisschen Arbeit. Es hat, glaube ich, jedes Jahr für mich so ungefähr eine Stunde, allerhöchstens anderthalb gedauert. Aber ich habe mir einfach ein Hörspiel angemacht. Heute würde man Podcasts hören wahrscheinlich. Gott, das klingt, als wenn ich eine alte Frau bin. Ich bin eine alte Frau. Mit 30 ist man fast tot, oder? Und habe mir einfach meinen ganzen Kram einmal durchsortiert und in den Ordner gepackt. Und es ist ein unfassbar gutes Gefühl, wenn diese ganzen kleinen Hefter leer sind und man nur noch diesen einen Ordner hat und den kann man in den Schrank schieben. Das ist so wie symbolisch das Schuljahr von sich wegschieben. Das hilft. Probiert's mal aus. Die nächste Sache, die ich meistens so zwei, drei Tage vor dem neuen Schuljahr gemacht habe, war mir einen kleinen Moment Zeit zu nehmen und einfach mal meinen Schreibtisch aufzuräumen. Mein Schreibtisch war in den Sommerferien vor allem Ablage. Da lag alles drauf, da ist auch alles raufgeflogen, meine ganzen Sachen flogen durch die Gegend. Und irgendwie ist es kein gutes Gefühl für mich gewesen, wenn die Schule wieder losging, dass ich auf diesen Schreibtisch geguckt habe und dachte, da ist jetzt schon Chaos und das Schuljahr hat noch gar nicht angefangen. Deswegen habe ich mir einfach Zeit genommen, habe den einmal abgeseift, habe meine Sachen durchsortiert, habe auch nochmal den Schubladen so ein bisschen durchgeräumt, was brauche ich davon wirklich, ein bisschen Ordnung geschafft einfach, weil das in meinem Kopf so ein bisschen so einen Neustart ergeben hat und ich dachte, ist wie so ein frischer Start ins Schuljahr und ich habe mich so ein bisschen motiviert gefühlt dadurch. Das heißt, wenn ihr so ein bisschen funktioniert wie ich und einfach gerne Sachen benutzt, die sauber und ordentlich sind, dann ist das ein sehr guter Tipp. Eigentlich ein No-Brainer, aber manchmal vergisst man die offensichtlichsten Sachen. Wenn ihr sowieso schon dabei seid und eure Schreibsachen sowieso gerade durchsortiert, dann könnt ihr gleich mal gucken, wie es so um sie steht. Sind alle Stifte noch in Ordnung? Muss irgendwas angespitzt werden eventuell? Habt ihr noch alle Härtegrade von euren Bleistiften? Ich glaube, ihr mussten 3 oder 4 Härtegrade haben. Habt ihr genug Tintenpatronen? Das war immer mein großes Problem. Ich hatte nie genug Tintenpatronen und nie genug Tintenkiller. Bis ich irgendwann mal diese 500er Packung für Tintenpatronen gefunden habe. Das war mein Durchbruch, Leute, ich sag's euch. By the way, gibt's immer noch Leute, die diese kleinen Kugeln in den Tintenpatronen sammeln? Ha, dass ich das gemacht habe, ist 100 Jahre her. Also wahrscheinlich nicht. Einfach mal alles durchräumen und gucken, habe ich noch alles, brauche ich noch irgendwas, die Sachen auffüllen, die noch fehlen und die Sachen vielleicht wegschmeißen, die man nicht mehr braucht. Wie zum Beispiel den Didelfüller, den ich sehr lange hatte. Wow, das ist hier wie so ein Seelenstriptease heute. Ich hatte natürlich nie einen Didelfüller. Ich war ja cool.
Und natürlich ist es sehr sinnvoll, auch für das neue Schuljahr die ganzen Hefter schon mal fertig zu machen, genug Papier reinzupacken und so weiter. Und auch da kann ich euch nur empfehlen, so ein kleines Deckblatt zu basteln. Wenn ihr es am Anfang macht, ist es einfacher. Ich habe da einfach immer das Fach draufgeschrieben, den Lehrer, den wir hatten, mit den jeweiligen Kontaktinformationen, also E-Mail-Adresse, Telefonnummer. Wir hatten teilweise so ein bisschen auch, je nachdem, was das für ein Lehrer war und ob der cool war oder nicht, die Telefonnummern von unseren Lehrern. Ich weiß nicht, wie das heute ist, aber einfach eine Kontaktmöglichkeit, wenn es noch eine Frage gibt oder irgendwas unklar ist und so weiter. Den Raum und ich habe mir dann immer einfach eine Tabelle schon mal eingezeichnet und mir dann Stück für Stück im Schuljahr selbst eingeschrieben, okay, das war jetzt das Themengebiet, das war das. Und dann musste ich nämlich am Ende vom Schuljahr gar nicht mehr groß sortieren oder irgendwelche Überblicke machen. Ich habe einfach das genommen, wie es war und eingeheftet und hatte dann das Deckblatt schon fertig. Also, wenn ihr das noch nie gemacht habt, ist es ein guter Tipp, das jetzt mal anzufangen. Dann habt ihr nächstes Jahr um diese Zeit weniger Arbeit. Wenn ihr meine Videos schon länger guckt, dann wisst ihr, dass einer meiner Top-Tipps, um gut durch die Schule und auch gut durchs Studium zu kommen, ist, Lerngruppen zu gründen. Ich weiß, das ist nicht jedermanns Sache, aber glaubt mir, ich bin eigentlich auch nicht so der Lerngruppentyp, aber es hat für uns alle wahnsinnig gut funktioniert. Im Studium hatten wir mehr so eine Lerngruppe, die so als festes Team das komplette Studium, alles Mögliche zusammen abgegrast hat. In der Schule hatte ich eher Lerngruppen, die auf Fächer bezogen waren. Ich hatte zum Beispiel eine wahnsinnig coole Mathe-Lerngruppe. Ich muss dazu sagen, ich war nicht die hellste Kerze auf der Torte, was Mathe anging, aber wir haben uns sozusagen einmal die Woche getroffen, immer bei wem anders und haben uns das schön gemacht, einfach gemütlich gemacht, irgendwer hat Snacks mitgebracht und es war nicht so, ich muss heute lernen, sondern cool, ich treffe meine Freunde und nebenbei lernen wir ein bisschen Mathe und das ist halt auch eine schöne Möglichkeit, um gerade in Fächern, wo man vielleicht selber nicht so gut drauf ist oder in Fächern, wo man sehr, sehr gut drauf ist und gut Tipps geben kann, Leuten Sachen zu erklären oder eben als derjenige, der nicht so eine Ahnung hat, die Fragen zu stellen, die man sich vorher nicht getraut hat zu fragen. Ich weiß, in Mathe habe ich oft da gesessen und gedacht, wenn ich das jetzt frage, kreuzigen die mich hier. Und in meiner Lerngruppe war das kein Problem. Das heißt, wenn ihr sowieso gerade mit euren Leuten rumhängt oder einfach Lust habt, das mal zu starten, dann fragt doch mal rum, wer von den Leuten, die ihr mögt und die ähnlich auch funktionieren wie ihr beim Lernen, Bock auf sowas hat. Ihr werdet überrascht sein, wie viele Leute sagen, ja geil, besser zusammen sowas machen, als alleine zu sitzen und immer lernen zu müssen. Es hilft wirklich, wenn man sich jede Woche einmal trifft. Das Einzige, was ich euch empfehlen würde, wäre, die Lerngruppe nicht zu groß zu machen. Und aus irgendeinem Grund funktioniert es immer besser, wenn man eine gerade Anzahl an Leuten hat. Bei 3 Leuten fühlt sich einer mal ausgeschlossen, bei 5 auch und so weiter. Also versucht da vielleicht eine gerade Anzahl zu haben. Das ist so das, was bei uns super funktioniert hat. Und dann fröhliches Lernen. Und in dem Fall tatsächlich fröhliches Lernen, denn wir hatten extrem viel Spaß. Die nächste Sache, die ich euch so ein bisschen als Tipp mitgeben will, ist was, was ich in der Schulzeit selber nicht gemacht habe, aber im Studium total. Und es hat mir sehr oft den Hintern gerettet. Und zwar mir einfach am Anfang vom Semester oder in dem Fall eben am Anfang vom Schuljahr so ein kleines Notfalltäschchen zu packen, wo Taschentücher drin sind, Tampons, Kaugummi, Haargummis, alles Mögliche, was man immer mal wieder braucht und bei dem man denkt, scheiße, das habe ich jetzt gerade nicht. Lippenpflege, Handcreme, was auch immer ihr da reinpacken wollt und wo ihr merkt, okay, das ist im letzten Schuljahr was gewesen, wo ich öfter mal dachte, jetzt ein Kaugummi oder jetzt habe ich wieder kein Taschentuch dabei. Ich habe mir einfach so eine kleine Tasche gekauft, die kriegt ihr ja nicht überall in der Drogerie oder in irgendwelchen Klamottenläden, gibt es sie immer mal auch so an der Kasse. Mit einem Reißverschluss, da habe ich alles reingeschmissen und die habe ich, egal wo ich hinging, immer an die Tasche mitgeworfen. Und ich habe das im Studium so lieben gelernt, dass ich das auch jetzt immer noch mache und immer noch so eine kleine Notfalltasche mit mir rumschleppe, die nicht nur mir schon ein paar Mal das Leben gerettet hat. Und ich weiß, das klingt dramatisch. War es auch. Und weil wir natürlich diese Woche eine Kalendergestaltungsserie haben, ist es auch interessant, was mache ich denn mit meinem Kalender, bevor das neue Schuljahr losgeht? Mal abgesehen von Gestaltung und schön machen und so weiter, was ich persönlich auch immer sehr wichtig finde. Ich weiß, das klingt manchmal komisch zu sagen, hey, ihr seid motivierter, wenn der Kalender schön ist. Aber wenn ihr so funktioniert wie ich, ist das tatsächlich nicht uninteressant. Ich benutze einfach Dinge lieber, die schön sind, die sich schön anfassen, die schön aussehen. Und wenn sie nicht schön sind, dann benutze ich sie nicht. Und gerade beim Kalender ist es echt wichtig, dass man was findet, was für einen selbst funktioniert. Aber abgesehen davon ist natürlich auch wichtig, was man so reinschreibt. Und jetzt könnte ich natürlich mit dem klassischen Zeug kommen, wie schreibt Geburtstage von Freunden und Familie ein und solche Sachen, füllt den Stundenplan auf und eure Notenübersicht mit den richtigen Fächern und so. Aber es gibt auch ein paar andere Sachen, die wirklich helfen, so ein bisschen motiviert und organisiert zu bleiben übers Schuljahr hinweg. Was ich zum Beispiel immer gemacht habe, ist, und da müsst ihr so ein bisschen für euch entscheiden, ob euch das unter Druck setzt oder motiviert, mich hat es motiviert, war, das war ein langer Satz, am Ende von meiner Notenübersicht in die jeweilige Zeile vom Fach, mir mit Bleistift einzutragen am Ende, welche Note ich gerne hätte. Ich war da Gott sei Dank relativ realistisch. Ich habe mir zum Beispiel nie eingeschrieben, bei Mathe eine 1 haben zu wollen, aber ich wusste, ich schaffe eine solide 3, wenn ich mich anstrenge. Und das immer mal wieder zu sehen übers Schuljahr verteilt und zwischendurch auch mal zu rechnen, okay, da war jetzt eine schlechte Note dazwischen oder ich habe jetzt richtig gute Noten zwischendurch gehabt. Zu sehen, wenn man durchrechnet, wo man ungefähr steht, hilft einem zu entscheiden, wie viel Arbeit man wo reinstecken muss gerade. Ich weiß, dass es ein paar Fächer gab, bei denen ich dachte, naja, das ist ja
ist ja easy. Und dann habe ich zwischendurch mich hingesetzt und mir mal meinen Notendurchschnitt durchgerechnet und dachte, oh, da muss ich mich jetzt aber ranhalten. Kleiner Tipp an der Stelle, wenn ihr ungefähr einen Monat vor Ende des Schuljahres seid und ihr rechnet mal euren Notendurchschnitt aus und ihr sagt, oh, in dem Fach, das ist ja echt mies, da will ich wirklich eine bessere Note. Es hilft total, einfach mal den Lehrer anzusprechen und zu sagen, kann ich nicht vielleicht noch ein Referat machen, ich würde meine Note gerne verbessern. Oder haben Sie vielleicht einen anderen Tipp, wie ich meine Note verbessern kann, vielleicht noch einen Aufsatz schreiben oder irgendwas in der Art. Ja, das ist Arbeit, aber man kann damit tatsächlich seine Note wunderbar verbessern. Das habe ich in der 10. und 11. und 12. richtig durchgezogen und habe immer so kurz vor Schluss noch meine Kommastelle verbessert, sodass ich dann zur besseren Note aufgerechnet wurde. Es ist wirklich so, dass Lehrer auch am Ende des Schuljahres keinen Bock mehr haben und oft einfach müde sind und gestresst sind und einfach dankbar sind, wenn sie mal eine Stunde nicht selber machen müssen, sondern jemand sich bereit erklärt, einen Vortrag zu halten. Es ist einfach eine Win-Win-Situation. Wenn ihr bereit seid, da Arbeit reinzustecken, ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr auch eine gute Note bekommt und eure Note wieder aufbessert und der Lehrer hat eben weniger Arbeit, weshalb bei dem Ganzen wahrscheinlich auch nicht so negativ eingestellt gegenüber ist. War das ein Satz? Es ist einfach zu warm. Ansonsten müsst ihr natürlich alle Termine eintragen, die irgendwie für euch relevant sind. Zum einen Schulferien. Ich war einer von den Kandidaten, die immer am Freitag erst mitgekriegt haben, dass ab Montag Ferien sind. Bin ich wahrscheinlich mit alleine, keine Ahnung. Aber wenn ihr auch so ein Kandidat seid, schreibt euch die gleich mit ein. Auch die Feiertage, die so kommen. Einige Schulen geben ja auch relativ früh schon raus, wann Projektwochen sind. Es gibt ja auch Schulfeiertage, so ein Jahrestag oder sowas. Auch das könnt ihr euch alles aufschreiben, denn es hilft euch dabei, einen Überblick darüber zu behalten, wo ist eine Zeit, wo wirklich viel zu tun ist und wo ist eine Zeit, wo weniger zu tun ist, wo ich mehr so Vorbereitungsgeschichten machen kann. Was ich persönlich auch für sehr, sehr wichtig halte, ist, sich so ein bisschen Freiraum zu schaffen, neben der Schule, für Hobbys und Freunde und so weiter. Ich weiß, dass wir heute so ein bisschen in einer Welt leben, wo uns immer wieder eingetrichtert wird, dass wir vor allem produktiv sein müssen und wie Maschinen funktionieren müssen und so weiter und dass Auszeiten immer nur bedeuten, dass man faul ist. Aber ich glaube und meine Erfahrung sagt mir auch, dass immer dann, wenn ich einen guten Ausgleich hatte neben der Schule mit meinen Hobbys, dass es mir einfach besser ging und ich tatsächlich wacher war und besser arbeiten konnte. Der Verstand funktioniert nicht so, dass man sich von morgens bis abends hinsetzen kann und lernen kann. Ihr funktioniert besser, wenn ihr neue Reize bekommt. Das heißt, wenn ihr nachmittags eine Stunde was macht, dann zu eurem Hobby geht und abends vorm Schlafengehen nochmal durchlest, habt ihr meistens mehr im Kopf behalten, als wenn ihr 5-6 Stunden am Stück hinsetzt und lernt. Also auch da versucht euch so ein bisschen auch in dem Zeitplan, wenn ihr euch jetzt aufschreibt, was so los ist, auch mal zu überlegen, welche Freizeitaktivitäten wollt ihr machen? Vielleicht macht euch ein Dashboard mit einer kleinen Liste mit Sachen, die ihr mit euren Freunden unternehmen könnt oder ihr überlegt euch, was ihr vielleicht im neuen Schuljahr für ein Hobby anfangen wollt. Vielleicht habt ihr auch schon ein Hobby und macht eine Ballsportart oder geht reiten oder spielt wie ich Theater oder so. Auch da hat man ja relativ schnell schon Termine für irgendwelche Proben oder für irgendwelche Aufführungen oder eben für Turniere oder solche Geschichten. Und wenn ihr das alles eintragt, habt ihr am Ende einfach wie euren kleinen persönlichen Assistenten, der immer wieder sagt, hey, übrigens, denk mal dran, nächste Woche. Und hey, ich weiß, übernächste Woche ist Klausur, aber vielleicht fängst du jetzt an zu lernen, weil nächste Woche hast du Turniere und solche Geschichten. Das hilft einfach insgesamt so ein bisschen im Trott zu bleiben und nie an den Punkt zu kommen, dass man da steht und denkt, es ist viel zu viel. Ich habe 3 Klausuren nächste Woche und genau 2 Tage, um dafür zu lernen. Es hilft einfach wirklich, so ein bisschen den Weitblick zu behalten und entspannter zu sein. Wenn ich all das gemacht habe in meinen Sommerferien, dann habe ich mir immer auch noch den kleinen Moment genommen und meine Tasche für den ersten Schultag gepackt. Das war dann symbolisch für mich immer so ein bisschen so ein okay, alles ist vorbereitet, ich kann jetzt wirklich Ferien haben. Ich habe also meine Ordner eingepackt, meine Blöcke eingepackt, Stifte, meinen Kalender und so weiter, habe den Rucksack zugemacht und hingestellt und ignoriert für die nächsten 5 Wochen und einfach Ferien gehabt. Denn das ist auch super wichtig, einfach abschalten zu können und runterzufahren und sich keinen Stress darüber zu machen, was da alles noch kommt, denn dafür sind Ferien auch da zum Abschalten. Wenn es jetzt noch irgendwas gibt, was ihr jedes Mal macht, wo ihr sagt, das ist super wichtig und das hilft total bei X oder Y, schreibt das gerne in die Kommentare, dann sammeln wir da wieder zusammen Ideen. Und ansonsten bewertet das Video in irgendeiner Form, wenn ihr mögt und passt auf euch auf. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Trinkt Wasser. Tschüss.